Naja, aber fertig PC vielleicht ein 1000er und eine Grafikkarte vielleicht dann nur 300. Dann, wenn du dann nicht 1000 hast, ist halt doof, wa? Du hast dein Ziel erreicht. Dann ist das ja auch nicht wirklich günstiger. Bereit für Agua Azul? Bien. Wir werden vielleicht ein wenig nass. Ich werde die Fenster schließen. 12 Stunden und 2 Minuten grindet der andere Char schon. Geht's ja nur gerade nicht. Okay. Ich übersetze weiter. Das kalte Wasser von Agua Azul stillt um. Warte. Ja, klar, wenn man komplett aufrüsten will, dann natürlich. Ach, die 1070 ist doch noch super. Okay. Warum es die TI gibt, weiß ich auch nicht. Weiter. Das kalte Wasser von Agua Azul stillte unseren Durst und beflügelte unsere Herzen. Ich fahr jetzt nie wieder irgendwie so. Des blauen Wassers fanden wir sie. So wie es halt sein muss. Suchen wir vielleicht nach mehr als einer Statue? Und Herzen des blauen Wassers. Was soll das bloß heißen? Ja, 2080. Sogar die Super, das ist ja. Ist ja ganz nah an der 2080 Ti dran. Sie war wirklich hier. Sie hat Aventuras in ganz Mexiko erlebt. Vielleicht wollte sie nicht berühmt sein. Oder vielleicht dachte sie, dass ihr niemand glauben würde. Muy bien. Ich weiß, ich fahre jetzt mal querfeld ein, einfach so mal YOLO, ob das von der Zeit sich ausgeht oder nicht. Boah. 450 Tacken für so eine indirekt eine. Eigentlich ist es eine ultra low budget Karte. Und 450 ist halt, ich sag mal, im Medium-Bereich eigentlich. Ich glaube, ich habe keinen nicht gespart. Ich weiß doch gar nicht, wo das Ziel ist. Ich wollte eigentlich Luftlinie direkt dahin fahren, aber irgendwie, keine Ahnung, wo ist denn das Ziel? Ich sehe das halt nicht hier in der First Person. Ach, da. Einfach ein bisschen YOLO fahren hier, why not? Lässt du das Spiel zu? Na, nicht Baum. Ja, natürlich. Weißt du, egal was passiert, du springst halt dann einmal im ganzen Rennen und dann ist es dann natürlich ein Baum. Na klar. Ich bin einmal gesprungen hier. Jetzt das ganze Rennen über. Und da ist jetzt hier sofort ein Baum da. Sind ja die ganze Zeit Bäume, aber gerade beim Springen dann treffe ich den halt. Er war aber ein Klutz-System, konnte ich mir 2080 einbauen lassen, war mir dann auch egal. Ich war erst wieder nächsten AMTP und wieder Genesse aufrüsten, je nachdem, was extreme Stromanforderungen wahrheiten, also die ganz gerecht im Umlauf sind. Ja, das ist mit der Zeit jetzt von den Stromdingen schon heftiger geworden, ne? Jetzt ist allerdings komplett runtergegangen, da war die Effizienz halt besser und jetzt saugen die mal mehr. LOL, sogar 3 hat sich gelohnt, ey. Querfeld ein. Ja, natürlich. Aber ich muss sagen, natürlich liegen da noch ein paar mehr Frames, aber je nachdem, ob du jetzt 100 oder 115 Frames hast, wäre, glaube ich, scheißegal. Das ist groß. Ich glaube, das ist unsere nächste Spur. Triff mich, sobald du kannst. Jemand gab mir diese Notiz. Gotche Classico Alemán. Ein deutscher Klassiker, der beim Festival zurückgelassen wurde. Was könnte das sein? Ist deutscher Klassiker, kann sich ein VW sein? So, jetzt fahren wir mal zu. Achso, warte mal, vielleicht. Ist ein, ist eine andere Story näher. Ich will das Haus, wo man sich porten kann. Habt ihr das schon? So, dass ihr das Spiel spielen hier?
wahrscheinlich das Endziel, dass ich einfach direkt dahin fahre, so, da. GZ Angel? Echt? Ja, es wird da auch mal Zeit, dass die neuen APUs auch mal einen neuen Ding drin haben. Neue eine Grafikkarte. Ein Chip. Das ist heftig. Stell mal vor, die kommen echt mit der neuen APU und tun da 6er Reihe rein? Lol. Wie stark die sind. Die sind doch jetzt schon nicht schlecht. Route wird neu berechnet. Naja, die haben immer noch die alte Grafikeinheit drin, so wie die 3-4er Serie. 3-4 nur 0 oder so. Also, geht so, ne? Geht so. Grafisch-technisch kommst du nicht viel weiter. Also, soweit ich weiß, haben die gleiche Ding drin. Immer noch die alte. Ich habe mehr von Lady Sydney gefunden. Oh geil, Entwürfe Ford Bronco. Von El Camino. Sie hat Bleistiftzeichnungen der Formation angefertigt, die ich in Valle de las Ranas gesehen habe. Und sie hat deswegen, also bringt halt nichts, wenn immer noch die alte GPU drin ist oder alte Chip. Okay, also. Fantastische, in Stein gemeißelte Wesen. Schon wieder. Und sie fand die Stadt. Ich würde das halt immer vergessen, denke halt gar nicht dran. Die Steuerung hier wieder. Fotografiere die Stelle im Valle de. Achso, man muss halt echt. Das ist jetzt hier nicht. Es gibt bestimmt in so Regionen immer so ein Bereich, den du fotografieren musst. Arthur am frühen Morgen. Und pass auf, das war nach einem Gewitter. Warte mal. Und das ist noch eine Statue von Talala? Interessant. Wenn keine Dinge vorgegeben sind, dann einfach YOLO. Das Valle ist östlich von Guanajuato. Genau, als ob da ganz ein Auto kommt. Valle de las Banas heißt Tal der Frösche. Ich fand immer, sie sahen aus wie mystische Wesen. Das tat Lady Sydney auch. Zeichnungen davon angefertigt. Ach, stell dir das vor, hatte ich ja schon gesagt, dass die halt nicht so gut sind. Solange noch die. Ich verstehe ja, dass sie jetzt die 4er Generation ausgelassen haben und direkt von der 3 auf die 5er sind, damit sie mit. Damit diese Scheiße wegen diesen mobilen. Ausgeglichen ist. Weil dann hast. Ja, es gab ja dann in der 3-4er war halt dann noch die 2er Architektur drin. Und dass sie die 5er mit der alten GPU rausgebracht haben, finde ich halt schon blöd. Also finde ich, macht gar keinen Sinn. Dann haben sie die 4er übersprungen, damit es mit der Bezeichnung richtig ist und dann auf einmal. Und dann tun sie trotzdem die alte GPU rein. Macht für mich nicht so viel Sinn. Also ich hätte schon längst machen können. Gut, du kannst bei diesem Ding hier, Blader, kein extra Foto machen, weil es ist eine Foto-Quest, deswegen. Deswegen. Heute ist das Valle de las Ranas eines der meistbesuchten Naturwunder in Mexiko. Lady Sydney erkannte ein Wunder, wenn sie es sah. Ja, mit 1080, der 1080 passt du easy mit Ultra. Ist auch gut optimiert, die Engine. Wir haben das Video gesehen. Das schafft sogar eine APU oder sowas. Was haben wir denn sie für ein Video? Das Forza. Zwar nur mit 27p, 30 Frames, aber es geht sogar. Komm einfach her. Hey, Dingsbums. Ich habe ein paar Abenteuerpläne für dich, wenn du Zeit hast. Bei nächster Gelegenheit wenden. In 400 Metern rechts abbiegen.
Also wird schon bestimmt super geil, wenn sie mit der nächsten Generation, also ich schätze mal mit der 7er erst. 6er wird ja noch refresh sein. Mit der 7er dann die Dinge reintun. In 400 Metern. Die neue GPU. Also eigentlich die alte, aber das ist dann ja eine neuere im Vergleich zur jetzigen. Du hast ja schon fast alle. Ja, cool. Ich bin erst beim dritten unten. Links abbiegen. Wo ist denn das Ziel? Ich sehe das hier nicht mit der Kamera. Wo ist das? Da. Ich hab die Häuser noch gar nicht hier. Ja, lol. Okay. Wie Geburtstagsparty von dir? Hast du Geburtstag oder was? Du hast dein Ziel erreicht. Ja, dann alles Gute. GZ zum Level ab. Darf man erfahren, wie alt du bist? Oder geworden bist. Ich habe die ja, es muss auch noch rechnen hier. Taschenrechner, meistens am Handy verfügbar. Es ist Ekbar Lam. Das muss es sein. Lady Sidney Wolverstones Expedition führte sie nach Süden, nach Ekbar Lam. Ich war mal in Ekbar Lam, ich kenne den Weg. Ekbar Lam wurde erst in den 90ern richtig erforscht. Aber wir wissen sehr wenig darüber. Forscher streiten sich sogar darum, wie viel historisch korrektes Wissen wir über die Tolteken haben. Erstmal rechnen hier. Erstmal vierstellige Zahlen abchecken. Warum gehen wir dann nach Ekbar Lam? 100, 200 oder 1000 Jahre. Man kennt's. Heißt es natürlich nicht Ekbar Lam, aber sie beschreibt es als einen großen Gebäudekomplex mit vielleicht 20 oder mehr Gebäuden. Und einem großen ovalen Palast. Wenn ich das gewusst hätte, ich fahre nie wieder irgendwelche. Nie wieder irgendwelche Challenges, wo keine Checkpoints sind, den richtigen Weg. Und das ist nicht alles. Sie schreibt, die dritte größte Statue aus dem Stein, der mir so vertraut geworden ist, lag im Süden des Komplexes, kaum sichtbar, im peitschenden Regen. Dann fahren wir, bevor der Regen aufhört. Kann man nur so alt werden, Kapi. Um den Dreh herum. Ja, ich bin da zum Glück ein junger Hüpfer noch, ne? Besonders schlimm, sagst du, Angel. Einfach aus eigener Erfahrung sprechen. Na ja, nochmal alles Gute und ja. Viel Spaß bei der Feier. Jenseits von Gut und Böse oder Alt und Jung. Mit 37 kann man sich ja mal einen neuen Rechner holen, wa?
Einfach die schlimmsten hier. Hat Spaß gemacht. Aber Elvis ist schon seit vielen Jahren hier. Und beweist mir das jeden Tag, wie schlimm er ist. Vielleicht war der Schatz etwa die Freunde, die wir gefunden haben. Aber Jans wild hier. Das hast du gesagt. Dann war's das. Eine Sache noch. Dem Buch zufolge nahm Wolverstone eine Jadestatue von hier mit, hat sie aber mit einer Springflut verloren. Vielleicht finde ich raus, wo das war. Ich rufe dich an, sobald ich was weiß. Oh, Moment. Jetzt bin ich neugierig. Ruf an, ja? Der Puls bleibt erstmal fest auf. Auf 82, bis die Uhr voll ist. Dann geht's wieder. Fühl mich ganz nackt. Ich habe beide Uhren zum Laden. Ich habe mal immer zwei Uhren an. Einfach beide zum Laden. Okay, wie geht's jetzt vorbei oder was hier? Ist das vorbei hier oder was? Okay. Geht ja weiter. Abenteuer von Horizon. Das habe ich, das habe ich, das habe ich, das habe ich nicht. Der Canyon wäre perfekt für unseren PR. Können wir ja mal testen hier. Horizon Rush klingt gut, oder? Wenn der Story weiterkommen. Ich habe hier aufgehört, Technikus. Also ich bin dann noch vielleicht 10 Minuten endlich gefahren oder so, nur aufgehört. Da bin ich aufgestanden, wollte aufs Klo oder bin aufs Klo, dann habe ich schon starke Krämpfe gehabt. Und dann habe ich sofort aufgehört. Und es passt. Hab zwar mehr Schmerzen als sonst, aber es passt. Also ich habe es nicht übertrieben, ich habe es aufgehört. Interessant, dass wir bin hier im Endeffekt nur so 10 Minuten oder 4 Stunden gefahren, glaube ich, oder vielleicht eine halbe Stunde, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall dann schnell aufgehört wieder. So richtig werde ich es ja sehen, wenn ich im Bett dann nachher bin. Dann, wenn ich die Füße versuche zu entspannen, kommen erstmal 20 Krämpfe gleichzeitig. Und wenn das lange dauert, ist das halt nicht so geil. Aber ich habe einfach aufgehört. Das heißt, der Dodge Dart Hemi ist bereit, Superstar. Ja, also ich wollte es ja nicht übertreiben und der linke Fuß war ja schon extra ekelhaft. Rechts wäre noch gegangen, aber links nicht und ich brauche schon beide Füße irgendwie. Das weiß ich leider nicht. Kein Problem, Alexa. Du musst nicht alles wissen. Weil dann hat noch ein bisschen gequatscht und noch ein bisschen Gran Turismo 7, Gran Turismo Sport zugeschaut, was Hamter gezockt hat. Und dann noch ein paar Videos geschaut und irgendwann dann selber angefangen zu zocken. Heute aber generell eine Challenge, der heutige Tag, ne? War schon... Gute Nacht, ihr Tuner. Schlaf gut. War generell schon eine Challenge hier heute. Erstmal aufgestanden. Dann hier so Bett frisch gemacht. Dabei halt auch ein bisschen hier gesaugt. Im Raum. Dann geduscht. Essen. Schon starke Krämpfe gehabt in den Füßen. Dann... Dann war das Chaos bei WoW. Das Chaos ging weiter bis nachher noch um 2-3. Als nochmal die Jungs uns besucht haben und mich zutiefst beleidigt haben. Bin dran, sorry. Ist alles ein bisschen loco mit der Fiesta de la Luna vor der Tür. Was ist die Fiesta de la Luna? Heute Abend haben wir Vollmond. Horizon schmeißt im Resort eine Fiesta und zwar die ganze Nacht lang. Ich dachte, wir könnten hingehen. Ich mag gute Partys.
Du und der Rest von Mexiko. Nos vemos pronto. Oh, jetzt fahren wir einen alten Porsche, oder was? Boah, was ist das für eine Windschutzscheibe? Ich sehe nichts mehr. Alles dunkel. Sorry, ich bin spät dran. Du und Jay seid schwer einzuholen. Warte, wo ist Jay? Ich folge dem Flugzeug. Dürfte nicht weit sein. Also heute fällt mir generell das Fahren genau richtig. Schon so ein bisschen leichter als gestern. Schön, dich zu sehen, Jay. Jetzt ab nach Playa Azul. Vámonos. So, Nacht, ihr Angel. Was passiert bei so einer Vollmondparty? Die Leute feiern natürlich die Herrlichkeit. Frechheit mit 15:30 Uhr. Jetzt noch wach sein. Und Musik. Schlaf gut. Und alle tanzen, bis die Sonne aufgeht. Hola, meine Kleinen. Die Sonne geht unter. Ich meine, ich hab das Rennen auch gestern genossen, aber nur war das ein bisschen schwierig vom Bett und mit den Augenproblemen. Um bis zur Morgendämmerung im Sand zu tanzen. Also feiert mit uns. Morgen fahren wir nach Westen zu den Canyons und suchen einen Stunt-Außenposten. Aber heute Nacht... Fiesta de la Luna! Erkunde die Party, amüsier dich! Die Hälfte der Leute ist wegen der Fiesta hier, aber die andere Hälfte ist da, um dich okay. zu sehen. Das müssen wir schon in Third Persons anschauen. Du bringst den Vollmond mit und ich den Megastar. Das ist schon also ein bisschen crazy, sage ich euch. Ich weiß, dass du keine Hilfe beim Unterhalten von Publikum brauchst, aber falls doch, habe ich jede Menge Büro für dich. Scheiße. Keine Sorge, sie applaudieren auch dir. Oh Mann, ich liebe Paraden. Sie sind immer nur etwas langsam. Jetzt oder? Bin ich ja als Held gefeiert, oder was? Weißt du, so doof in der Gegend rumfahren. Geht's weiter? Buenos dias. Die Party ist oh, es war ja aber schneller. Testen okay. wir den Wagen mal so richtig. Ich habe ein paar PRs. Ach du Scheiße. Mit 200? Auf zu den Canyons. Unser Außenposten wartet. Lol. Ja, Blitzer. Der Wagen fährt wirklich. Radio Eterna. Das ist aber nichts. Haben Sie das Spiel irgendwie für Geschwindigkeit rausgenommen? Als ich gestern 200 gefahren bin, habe ich irgendwie nicht mal blinzeln dürfen. Fast so schnell wie der hübsche Bursche auf der Fiesta, der Ola gesagt hat und dann weggerannt ist. Sie erinnert sich an mich. Habt ihr das gehört? Loop Crew ist bereit. Alles in Position für deinen Canyon-Sprung. Canyon-Sprung? Bei Horizon kannst du nicht mit sowas rumfahren, ohne es an einem Gefahrenschild zu testen. Legen wir los! Okay. Ganz wild. Schon coole Action hier. Kirby, das ist verrückt! Was hab ich gesagt? Genau das ist es, was Horizon mit uns macht. Viel Glück! Okay. Es geht los. Triff das Gefahrenschild! Lol. Beste Idee ever! Ach du Scheiße, Chat, was passiert hier? Roffel. Okay. Jetzt habe ich dieses schicken Kostüm freigeschaltet. Gut, bin ich sicher, ob wir den Festwagen noch retten können. Würde sich aber definitiv lohnen. Und
Das hat man überlebt oder was? Ah ja. Sind wir da rausgesprungen vorher oder was ist passiert? Schon crazy, oder? Ja, einfach geil, Chapblader. Wow. Willkommen bei Horizon Scheiße. Rush. Das hier soll ist der Ort ist das ein alter 911er? Ich arbeite also an der PR und du an den Stunts. Ich habe schon eine Menge weiterer PR-Stunts. Also, was willst du zuerst ausprobieren? So, ja, Moment. Ich würde erstmal hier weitermachen. Weil... Hey, Dingsbums. Hab heute Horizons Anwärter für die Ruhmeshalle gelesen. Ich denke, das hat Jamin geschrieben, aber er hat nicht Unrecht. Wie steht der Anwärter zu einem neuen Abenteuer von Horizon? Danke. Kann man eigentlich in dieses Haus porten immer wieder? Ja, scheuen von Hey, Dingsbums. Horizon Rush ist voll betriebsbereit. PR-Stunts sind super für das Festival, solange du weiter so elegant fährst. Kannst du das? Da gibt's doch eine Menge hier. Geiler Name, oder? Ich hab mir Dingsbums ausgesucht, den Namen, denn ich sag auch immer, wenn mir irgendwas nicht einfällt, Dingsbums. Das hat super gepasst. So, hier, wenn ich irgendwas so, Dingsbums, ihr wisst schon, dieses eine da, Dingsbums. Sag ich halt öfters. Super geil. Wie kann ich meine Scheunfunde hier irgendwie holen? Gar nicht, oder? Das war bei Start, glaube ich, oder so. Irgendwo konnte ich hier die Scheunfunde holen. Kann ich das hier so machen, dass es... Dass es ewig hält, oder was? So. Oh nö, jetzt ist ja noch mehr. Ich glaube, jetzt mache ich aber erstmal hier weiter. Weil ich glaube, dass das hier... schon weitergeht, wenn ich... Willst du eine Straßenszene aus dem Posten errichten? Sagen wir mal, ich kenne da jemanden in Guanajuato. Ich glaube, wenn wir vielleicht das hier... Achso, mehr auszeichnen. Aber okay, dann halt nicht. Ich habe alles schon. Aber ich bin Sachen gar nicht gefahren teilweise. Ich weiß nicht, warum das abgehakt ist. Ich bin das gar nicht gefahren hier, weil ich einfach keine Lust, weil es einfach zu lang war. Ist trotzdem abgehakt. Aber einfach raus. Ja gut, dann fahren wir die Story weiter, wa? Wie weit ist denn das eigentlich? Wie weit ist denn das eigentlich zu dem Haus jetzt hier? Links abbiegen. Einfach jedokaltsüchtig nach Battlefield gerade, wa? Links abbiegen. Na, Google ist okay. Ich werde es auch mal die nächsten Tage testen und ich muss mich halt da irgendwie gut fühlen und Bock drauf haben auf Shooter. Das ist schon eine richtige Challenge für mich. Jetzt haben wir irgendwie den ganzen Schlafrhythmus wieder so umgestellt wie früher. Keine Ahnung.
Mal sind wir um 1 ins Bett gegangen, mal um 2. Sind wir immer um 6 aufgestanden, haben so ein bisschen allein gespielt. Den ganzen Tag. Ein bisschen den ganzen Tag. Okay. Jetzt machen wir die ganze Nacht durch. Hast du vorhin Dishonored 2 auch gesagt oder war es noch 1? Du hast dein Ziel erreicht. Ich mach ein bisschen Slots hier. Oh. Oh, zum Gran Turismo S Forza Edition. Nice. Wow. Okay. Schon 275.000, jetzt 200.000. Oh, ein MX5 94er wäre auch cool gewesen. Schlafel muss ganz wild, sag ich dem Blader. Ganz wilde Geschichte. Egal was ich mache, bei mir pendelt er sich immer so an, dass ich die Nacht durchmache und dann ins Bett gehe. Keine Ahnung, 7, 8, manchmal früher, manchmal später. Irgendwann gehe ich dann immer später ins Bett und dann komme ich dann wieder irgendwann richtig oder ist das dann falsch? Ich habe keine Ahnung. Oh, wir haben wieder etwas, wo wir selber entscheiden dürfen. Okay. Auf Teil 2, Teil 1 habe ich schon vorgestern gesagt. Sind das denn alte Spiele, oder? Oh, das erste Rennen heute, welches wir mit unserem eigenen Auto fahren. Cool, freue mich. Hat immer einen guten Eindruck gemacht, das Auto. Mal schauen, wie es heute so fühlt. Was ist das zweite? Ich weiß nicht genau. Ja, das kenne ich. Es gibt so gewisse Zeiten, da wacht man einfach auf. Oder man kann zu gewissen Zeiten nicht schlafen. Also gar nicht schlafen. Acht Foto, Mensch. Du machst mich fertig. Scheiße, Mann, der mit seinem Foto. Da warst ja recht. Der, also, wild mit dir. Aber ganz wild. Hashtag neue Bleibe ist die Herausforderung. Casa Bella Haus, das habe ich ja noch nicht. Wow. Ja, aber das zählt ja sowieso nicht für die Challenge, ne? Also die Challenge, die da ist vom Foto, muss ich das Casabella-Haus fotografieren. Also außerhalb. Aber schon krass, was für coole Games aktuell rauskommen. Aber alles kann man ja gar nicht zocken, ey, ganz wild. Oh, das scheint eine interessante Challenge zu werden hier. Da komme ich nicht hinterher. Ist schon interessant, dieser Untergrund bei diesem Auto auch. Muss ich das am Start machen, Blader, oder? Also, wenn ich alle Autos drauf haben soll. Oh, wir sind noch keine einzige Runde gefahren. Das dauert ein bisschen. Jetzt hat er eine Runde.
Jawohl! Ja, warte, bis zur nächsten Kurve, bis ich dann wieder überholt werde. Aber schön die enge Bahn genommen, ne? Auf der normalen Straße geht's, aber hier auf dem Ding ist es ziemlich schwer. Auf dem Dirt halt. Oder ein bisschen gewöhnen, dann geht das, oder? Krass, was für ein Unterschied das zu gestern ist mit dem Fahren. Ich habe zwar heute auch noch Probleme mit den Augen, aber gestern war es ja ganz anders. Okay, das ging ja bergab und dann noch von dann noch Belagwechsel. Einfach Zahnbelagwechsel. Das Andotzen ist halt ganz gefährlich. Das darf ich nicht machen. Gar nicht. Also ich muss sagen, ist schon entspannter hier vor dem Monitor das Zocken anstatt vom Bett aus. Obwohl im Bett aus ist es entspannt, aber es ist hier halt näher und genauer kann ich hier fahren. Gestern, als ich dann vom Bett aufgestanden bin und zum Monitor hin bin, war mir das alles ein bisschen zu groß. Aber jetzt ist es halt einfach übersichtlicher. Same, bei mir ist mit dem Schlafen eh so eine Sache. Bei mir, ich schlafe kurz ein, wache wieder auf wegen Schmerzen und dann schlafe ich halt wieder ein. Ich habe halt 24 Stunden ziemlich starke Schmerzen, Schmerzpegel zwischen 6 und 10, je nachdem. Sitzen scheiße, stehen sowieso Katastrophe. Nur gewisse Sekunden und liegen ist halt fast das Beste, aber auch ultra schmerzvoll, weil die Füße immer wieder verkrampfen. Ich habe halt immer Krämpfe und das ist nicht so geil. Das war das letzte Mal. Ja, ich hab ja hier ein Bett, da muss ich mich ab und zu hinlegen. Mir ging es die letzten Tage echt nicht gut, da musste ich mich halt immer hinlegen. Gestern 12 Stunden im Bett gesessen und dann so mit euch ein bisschen gezockt. Und ja, je nachdem, deswegen auch im Titel Switch zwischen Bett und Tisch. Was hab ich da stehen? Ja, war nice hier. Schönes Auto. Aber da haben wir eine VW-Challenge, oder? Oder war das die eben gerade? Ich wollte eigentlich zu dir hin. Sind wir woanders hingefahren? Ja. Lol, schau mal, wir sind ein falsches Rennen gefahren, weil einfach einen Meter zurück ist ein anderes Rennen? Kann ich eigentlich auch die Challenges hier fahren? Also so direkt aussuchen? Nee, Driften ist halt mein Endgegner. Ich habe nur den Radsturz und die Aufhängung ein wenig verändert. Okay, die Aufhängung etwas mehr. Denke ich auch, ne? Das sieht so aus, dass man es zumindest gestalten kann. Beginnen wir mit einer Tour durch Guanajuato.
Ich frag mich, ob Papa Fernando sowas auch getan hat. Ich muss dann zur Börse schauen. Vielleicht sogar auf diesen Straßen. Wie triste, dass wir das nie erfahren werden. Also ich muss jetzt leiden und durchs Ziel kommen in der Zeit und die Punkte machen. Keine Sorge um die Reifen. Ich hab Ersatz. Wie 100.000 Punkte, spinnst du jetzt? Ich hab schon gemerkt, du wirst irgendwie Kiefer-Fan hier. Du bist ein kleiner, großer Kiefer-Fan, oder wie heißt das? Scheiße. Ganze Kombo weg, lol. Wow, wow, wow. Soll ich mit der Zeit hinkommen? Ich mache jetzt hier doof rum, aber die Zeit läuft ja auch. So eine Minute. Ich denke, ein Kilometer ist ja schon schaffen in einer Minute. Vielleicht jetzt mal den Ziel annähern. Suchen zumindest. Achso, da ist ja schon das Ziel, okay. Dann können wir noch hier durch. 100.000 Punkte schaffen wir nicht, oder was? Schade, nur ein Stern. Komm zurück und wir verpassen dir neue Reifen. Ach so, von deinem Opa, okay. Wie es aussieht, hattest du echt Spaß, aber wow, ich brauche jetzt wirklich dann neue Reifen. Dann hast du ja was in Verbindung. Ich habe mich etwas hinreißen lassen. Keine Sorge, ich habe jede Menge Ersatzreifen in der Werkstatt. Wir hören uns. Ja, der 100k wäre ganz cool gewesen, aber ja, Pech. Das Driften ist halt auch nicht meins. ¿Qué onda, mi amiga? Hey, beschäftigt? Ich habe noch was vor mit dem Mocho. Ein Shooting. Damit die Erinnerungen sogar noch länger wären als ein VW-Käfer. Mir fallen auch schon ein paar Orte ein. Der Ort, an dem Papa Fernando ihn für uns hat stehen lassen. Oder die Baja, wo er all seine Geländerennen fuhr. Was meinst du? Wo bin ich denn? Machen wir da. Okay, das hier. Hola, mi amiga. Doch zuerst. Hey, ist Juan Garcias. Ich habe deinen Amigo Jamin getroffen, der von Horizon Rush. Okay, also, ich glaube, wie sagt man, das Spiel ist halt komplett auf so Story aufgebaut. Ich dachte, das sind einfach nur so ein, zwei Story-Sachen und danach hast du Rest zur freie Wahl, wo du einfach Blitzer fährst, so Sprünge machen musst. Scharf links abbiegen. Aber anscheinend ist es doch komplett so aufgebaut, dass du... Aber ich kann trotzdem mal kurz schauen. Ich kann auch mal kurz das Bett mich flacken.